Yo, Freunde, da sei hier und heute werden wir die neueste Episode von Demon Slayer besprechen und die genau betrachten. In dieser geisteskranken Folge werden wir die Vergangenheit von Muichiro sehen, aber auch sein Power-Up. Die Leute, die diese Folge schon geschaut haben, sollten dieses Video auch unbedingt bis zum Ende gucken, weil ihr vielleicht ein paar wichtige Details in der Episode verpasst habt. Das letzte Video zu Demon Slayer ist bei euch auch richtig gut angekommen. Deshalb würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr auch bei diesem Video den Like-Button komplett zerstören werdet. Also, zu Beginn der Folge sehen wir, wie schon am Ende der letzten Folge, dass Muichiro aus dem Wassergefängnis von Gyoko entkommen konnte. Doch jetzt ist er aufgrund seiner schweren Verletzungen sehr schwach. Diese Fischdämonen geben ihm auch natürlich keine Zeit, sich auszuruhen und machen sich bereit, ihn anzugreifen. Und genau in diesem Moment sieht Muichiro eine kurze Erinnerung von seinem Vater, wie er ihm sagt, dass er das schaffen wird und dass er endlich aufstehen soll. Danach sehen wir noch mehr Flashbacks aus seiner Kindheit. Sein Vater war Holzfäller und Muichiro hat ihm früher immer bei der Waldarbeit geholfen. Wir sehen in seinen Augen, dass er seinen Vater sehr bewundert hat und dass er ihm auch gerne geholfen hat. Doch in einer Nacht wurde seine Mutter richtig krank. Und obwohl ich kein Arzt bin, kann ich sagen, dass sie sich in einem sehr gefährlichen Zustand befindet. Da der Vater dies auch gemerkt hat, ist er auf die Suche nach Heilkräutern gegangen, damit es der Mom besser geht. Und Muichiro hat währenddessen alles versucht, damit es seiner Mutter nicht schlimmer geht. Genau in dieser Nacht gab es aber auch einen sehr starken Sturm. Doch das hat den Vater nicht gestoppt. Vielleicht ist es ein Zufall, aber dieser starke Regen könnte auch sowas wie ein Zeichen sein, dass in dieser Nacht was Schlechtes passieren würde. Als der Vater endlich die benötigten Heilkräutern gefunden hat, fiel er aber von dieser Klippe und starb dabei. An diesem Tag verlor Muichiro Mutter und Vater. Zu dem Zeitpunkt war er erst 10 und er stand auf einmal ganz allein da. Beziehungsweise nicht ganz allein, denn er hatte noch seinen Zwillingsbruder, der fast den gleichen Namen hatte wie er, und zwar Yuichiro. In der nächsten Szene sehen wir was ganz Interessantes, und zwar wie die beiden Jungs den Tod ihrer Eltern verarbeiten. Yuichiro ist dabei der Pessimistische und Muichiro eher der Optimistische. Was ziemlich merkwürdig zuerst erscheint, denn in der Gegenwart, um genau zu sein, bevor er Tanjiro getroffen hat, hatte Muichiro diesen pessimistischen und emotionslosen Blick auf die Welt. Doch in seiner Kindheit sehen wir, dass er komplett das Gegenteil davon ist. Diese zwei unterschiedliche Perspektiven bzw. Gegensätze werden auch durch ihre Kleidung nochmal dargestellt. Vielleicht habt ihr es auch selber gemerkt, die Kleidung von Yuichiro ist recht dunkel und bei Muichiro ist sie sehr hell. Also, Yuichiro denkt, dass die Prinzipien und die Ratschläge von seinem Vater kompletter Mist sind, weil er deswegen gestorben ist. Sein Vater hat ihnen gesagt, dass man Mitleid zeigen soll, man muss anderen Menschen helfen, anderen Menschen Gutes tun und so weiter. Deshalb ist er auch in der Nacht Heilkräuter für seine Frau suchen gegangen. Muichiro glaubt aber, dass das etwas Bewundernswertes war, denn er wollte nur Mutter helfen. Welche Meinung ist jetzt richtig? Wenn der Vater zu Hause geblieben wäre, wäre nur die Mutter gestorben. Aber so haben die Jungs beide Elternteile verloren. Ich glaube, in so einem Fall gibt es kein richtig oder falsch. Aber schreibt mal in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Am Ende dieses schwierigen Gespräches fängt Yuichiro sogar seinen Bruder schlecht zu behandeln und sagt ihm, dass Mu in seinem Namen unfähig bedeutet, weil er die Vergangenheit sowieso nicht verändern kann. Also ist jetzt alles egal. Und deshalb bedeutet auch das Mu gleichzeitig unsinnig. Muichiro hat immer das Gefühl, dass sein Bruder ihn hassen würde, weil er die ganze Zeit so kalt zu ihm ist. Und so vergingen Monate, bis die Frau von Oyakata-sama sie besucht hat. Sie hat den Jungs gesagt, dass sie Nachfahren eines Schwertkämpfers sind und dann noch von dem, der zum ersten Mal die Atemtechniken benutzt hat. Doch sie wurde direkt sehr kalt von Yuichiro abgewiesen. Nach diesem Besuch war aber Muichiro sehr aufgeregt, was seinen Bruder ziemlich nervte. Als er noch hörte, dass Muichiro zusammen mit ihm Schwertkämpfer werden möchte, ist er ausgerastet und seinem Bruder sagte er direkt die kalte Wahrheit ins Gesicht. Nur wenige Auserwählte können sich um andere Menschen kümmern und sie tatsächlich retten. Ihre Mutter hat immer hart gearbeitet und sich um die Zwillingsbrüder gekümmert, obwohl Yuichiro sie sehr oft angefleht hat, dass sie mal eine Pause nimmt. Doch sie hörte nicht auf ihn und wurde krank. Und sein Vater hat auch auf ihn nicht gehört, als er ihm gesagt hat, dass er nicht rausgehen soll. Man kann seinen Schmerz so gut in dieser Szene spüren
und es zu 100% nachvollziehen, warum er so pessimistisch ist und warum er glaubt, dass sie niemandem helfen können. Danach sprachen aber die Jungs nie wieder miteinander, bis zu einem bestimmten Ereignis. In einer sehr heißen Sommernacht ist was passiert, was die Jungs dazu gezwungen hat, miteinander endlich zu reden. Doch leider wurde dieses Gespräch zu deren letzten. In dieser Nacht ist aus dem Nichts ein Dämon in der Hütte dieser zwei Zwillingsbrüder erschienen. Yuichiro ist direkt zu seinem Zwillingsbruder gelaufen und hat versucht, ihn zu beschützen und verlor dabei seinen Arm. Doch Muichiro verspürt etwas in sich drin, was er bis jetzt noch nie erlebt hatte. Vor seinen Augen verfärbte sich alles blutrot und er hat die Kontrolle über seinen Körper verloren. Die ganzen Gefühle, die sich bis jetzt in seinem Inneren versteckt haben, haben dazu geführt, dass er diesen Dämon komplett zerstört hat. Er kehrte dann schließlich zu Yuichiro zurück und hörte sich noch die letzten Worte von seinem Bruder an. Und Mann, das ist so ein trauriger Moment. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass diese Zwillingsbrüder nur 11 Jahre alt sind. Yuichiro betet noch vor seinem Tod und fleht die Götter an, dass sie seinen Bruder Muichiro retten, denn er ist nett und freundlich und wenn die Götter jemanden bestrafen wollen, dann nur Yuichiro. Und erst jetzt versteht er, dass das Mu in Muichiro unbegrenzt bedeutet, für die unbegrenzten Wünsche und Träume von Muichiro, anderen Leuten zu helfen. Das sind solche erwachsene und starke Worte, die aus dem Mund dieses Elfjährigen kommen. Und das macht die ganze Sache noch trauriger, weil diese Kinder sicherlich so ein hartes Leben nicht verdient haben. Als Muichiro sich endlich an alles wieder erinnert hat, erscheint das Demon Slayer Mark auf seinem Gesicht, das wie ein Nebel aussieht. Und das zeigt uns, dass er stärker geworden ist und dass er jetzt endlich die Kraft hat, um Gyoko zu besiegen. Nachdem er Kotetsu schnell gerettet hat, geht er in diese Hütte, um die Schwertschmiede und das Schwert von Tanjiro vor Gyoko zu retten. Und mit seinem ersten Schlag merken wir, und nicht nur wir, sondern Gyoko auch, dass Muichiro Tokito tatsächlich schneller und stärker geworden ist. Mit einem Oktopuskörper zerstört dann Gyoko diese kleine Hütte und hält den einen Schmieden zusammen mit Muichiro fest. Doch Hakanezuka, trotz diesem großen Oktopuskörper, hört nicht auf zu arbeiten. Dieser angeblich sehr harte Körper ist doch nicht so hart und Muichiro konnte den mit Leichtigkeit zerstückeln. Danach bedankt er sich noch bei seinem Schwertschmieden für sein Schwert und in diesem kurzen Gespräch erfahren wir auch, wer das erste Schwert von Muichiro Tokito geschmiedet hat. Es war Tetsuido, der an einer Herzkrankheit verstarb. Dieser Mann war vielleicht der einzige, der Muichiro und was er durchmachen musste, verstanden hat. Aber jetzt, nachdem die Nebelsäule all seine Erinnerungen wieder erlangt hat, wird Muichiro klarkommen. Und Bruder, klarkommen ist noch anscheinend eine Untertreibung. Guckt euch nur diese Nebelatmung an. Was sind das für krasse Moves von Tokito? Er hat auch fast Gyoko enthauptet. Und ganz am Ende erfahren wir, dass sein Bruder Yuichiro ihn nur beschützen wollte, weil er wusste, dass Muichiro einer der Auserwählten war, der tatsächlich anderen Menschen helfen kann. Yo, was für eine geisteskranke Folge. Ich freue mich schon auf die nächste, aber wir müssen leider erstmal bis Sonntag warten. In der nächsten Folge werden wir safe wieder Tanjiro und Hantengo sehen. Und für die, die immer noch nicht genau wissen, wer überhaupt Hantengo ist und was er für eine Vergangenheit hat, dann könnt ihr mein Video zu Hantengo schauen. So, dann bis zum nächsten Mal.